Ja, vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer im Saal und zu Hause. Vieles ist schon gesagt. Vielleicht finde ich trotzdem noch ein paar neue Worte. Worum geht's? Es geht darum, den Kommunen, die es bisher nicht geschafft haben, in den letzten 3 Jahren einen Gesamtabschluss vorzulegen, zu erleichtern, eben dieses zu tun, einen entsprechenden Abschluss zu ermöglichen. Denn durch die Umstellung von Kameralistik auf das sogenannte neue kommunale Finanzmanagement, NKF, also ein doppeltes System, sind die Kommunen vor eine offensichtlich sehr große Herausforderung gestellt worden. Anders als vermutet, hat sich die Datenlage der kommunalen Finanzlage dadurch nicht verbessert. Anscheinend ist das Gegenteil eingetreten. Folgt man den Ausführungen der Gemeindeprüfungsanstalt, ist die Datenlage in diesem Bereich überaus unbefriedigend. Die Aufgabe war wohl doch sehr viel größer als ursprünglich angenommen. Hier muss also Abhilfe geschaffen werden. Dies geschieht jedoch nicht durch Hilfestellung, das wäre gut, und dadurch, dass man den Kommunen Fachleute an die Seite stellt. Nein, man schraubt einfach die Ansprüche an die genannten Abschlüsse herunter. Dazu soll der Gesetzentwurf dienen. Wie das dazu führen soll, eine befriedigende Datenlage im Land zu erzeugen, das erschließt sich uns nicht. Schließlich entsprechen die dann vorliegenden Gesamtabschlüsse in ihrer Qualität wohl kaum den Daten, die wir alle so dringend von den Kommunen benötigen. Dazu kommt, dass die Erarbeitung der Gesamtabschlüsse, wie sie ursprünglich geplant waren, inzwischen Fahrt aufnimmt, wie ein Vertreter der Landesregierung noch unlängst im Kommunalausschuss noch gesagt hat. Aber letztlich sollen die Daten ja eh nicht dem Landtag übergeben werden, wie uns die Vorlage 16/1356 mitteilt, denn dort steht eine Veröffentlichung der Berichte der Bezirksregierungen, die ebenso wie die Berichte der Kommunen an die Bezirksregierungen Teil laufender Verwaltungsvorgänge sind, ist nicht vorgesehen. Ende des Zitats. Aber die Ansprüche an die Qualität der Haushaltsabschlüsse herunterzuschrauben und gleichzeitig die Berichte dazu nicht öffentlich in den Verwaltungen zu vergraben, das halten wir nicht für sinnvoll. Insofern empfehle ich meiner Fraktion, den Gesetzentwurf abzulehnen. Was den Änderungsantrag angeht, werden wir uns enthalten. Für die Begründung verweise ich an die sehr treffende Beschreibung von Herrn, die Herr Nettelstroth gebracht hat, und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Applaus